Hallo Leute und willkommen zu meinem FMA. Und zwar habe ich ein bisschen Reiten geübt und ich kann jetzt ziemlich gut reiten. Und ja, mein erstes FMA wird das. Ich mache so eine Art heute Privatunterricht, aber ich will eigentlich nur ausreiten. Ja Leute, mir geht's wieder ganz gut und ja. Ja, jetzt habe ich das Wort, okay Mama? Eigentlich fährst du jetzt gar nicht dran, aber ja, Mama geht's gut. Okay, also, ja, ich werde zugucken und in welche Reithalle gehen wir? Ich glaube nicht in die nasse oder feuchte, sondern in die hier. Können wir dann Hindernisse aufbauen? Ja, natürlich, wir können das. Okay. Dann kann ich auf Francesco heute reiten. Bitte, bitte, bitte. Ja, okay. Dann komme ich dann auch mal mit. Okay, während die Mädels weg sind. Oh, ich glaube, ich schließe erstmal die Fenster, sonst guckt ihr nur raus auf meinen Schreibtischstuhl. Zack. Zack. Oder auch noch. Zack. Oh, das sieht man jetzt gar nicht. Naja. Zack. Okay. Und zwar, Leute, ich habe für Mimi ein kleines, aber feines Weihnachtsgeschenk. Und zwar kriegt Kira einen Fohlen. Und ja. Das wird frühestens an Weihnachten rauskommen. Aber ich werde es ihr Weihnachten sagen, weil das dauert jetzt noch ein bisschen. Okay. Falls ihr es noch nicht wisst, war die schon seit ein paar Monaten schwanger. Ach, warte, Kira ist ja jetzt da. Aber das Problem ist, Molly ist auch schon länger schwanger. Aber diesmal weiß Mimi davon. Mann, was ist denn? Oh, das tut so weh. Ach ja, ich weiß. Warme. Ah, ich hab schon mein Fohlen. Ich hab schon die Bedenken. Schreibt mal einen Namen für ihn in die Kommentare. Oh, die liegt da einfach. Okay, fällt. Gut. Weiter. Und ja, Leute. Ich glaube, ihr habt vielleicht sogar schon unsere hübsche Deko gesehen. Ja, das sind so kleine Matten, die man so an Halloween ruhig mal so Dingens auf den Boden legen kann. Und ja, das finden wir halt ganz toll, weil es auch recycelt ist von so alter Alufolie. Sieht man, glaube ich, hier ganz schön, dass das mal von Schokolade war. Und ja, ich finde, das ist ein süßes Muster. Vor allem diese Schlange, also diese Drachenschlange, die finde ich voll cool. Auch hier sieht man ein paar Knicke und so. Das war mal altes Alufolienpapier. Okay, dann geht's, glaube ich, zum FMA weiter. Währenddessen war der liebe Francesco schon beim Putzplatz. Und ja, die Mädels.